Sitzen wir auch erst kommen? Nee. Du sitzt schon. Warte. Ach komm, wir machen mal trotzdem. Du sitzt schon. Sascha, was hast du denn heute mal für vorbereitet? Ja, also was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Ich habe richtig was Schönes. Guck mal, Toilettenpapier ist weg. Ja, endlich gibt es wieder genug Klopapier und Ostern ist auch vorbei, haben wir das auch schon abgehakt. Also Toilettenpapier ist jetzt auf der Toilette wieder, ne? Absolut. Und wir brauchen auch nicht zu bunkern, gar nichts, nee, sondern okay. Alles wieder okay. Perfekt. Genau, heute gibt es eine Geschichte und zwar, die heißt Pia schickt Opa in den April. Das habe ich jetzt gerade auch gelesen. Also ja. Die Geschichte hat Sascha jetzt rausgesucht und jetzt lesen wir die mal vor, oder? Richtig. Wer bist du denn? Ich würde mal sagen, ich bin Pia. Oh, dann bin ich der Opa. Okay. Pia stürmt in Opas Zimmer. Sie tut ganz aufgeregt. Opa, ruft sie, weißt du, was für ein Tag heute ist? Was für ein Tag soll schon sein, brummt Opa und er sieht Pia mit einem Muffelgesicht an. Ein ganz besonderer Tag, sagt Pia. Opa blickt aus dem Fenster. Ein Schlechtwettertag, meckert er. Sonst nichts? Pia lässt nicht locker, doch Opa ist heute ein Brummbär. Bestimmt hat er vergessen, dass heute der 1. April ist. Opa, sagt sie, du hast ein Loch in der Hose. Hab ich schon gesehen, murrt Opa, obwohl da gar kein Loch ist. Aber ich habe heute keine Lust, es zu stopfen. Hast du auch gesehen, dass du eine blaue und eine grüne Socke anhast? Versucht es Pia. Die ziehe ich immer an, wenn ich schlecht gelaunt bin, brummt Opa. Und weißt du schon, dass Mama heute keine Lust zum Kochen hat? Und ich habe keine Lust zum Essen. Pia seufzt. Ein schwerer Fall. Krampfhaft überlegt sie, wie sie Opa in den April schicken könnte. Vielleicht mit Tante Erna. Die kann Opa nicht ausstehen. Nachher kommt Tante Erna zu Besuch, sagt Pia. Ich habe sie ja auch extra eingeladen, knottert Opa. Pia ist enttäuscht. Du bist gemein, ruft sie. Du weißt, was heute für ein Tag ist. Der 32. März, sagt Opa. Was denn sonst? Pia lacht. Den gibt es gar nicht. So? Fragt Opa. Und warum bin ich dann heute so schlecht gelaunt? Pia schüttelt ratlos den Kopf. Ich weiß es auch nicht. Am 32. März bin ich immer schlecht gelaunt. Darum, antwortet Opa. Pia zögert. Opa hat sich noch nie geirrt. Sie geht zum Kalender und beginnt zu zählen. 1. März, 2. März, 3. März, 4. März. Pia zählt und zählt. Bis zum 31. März. Mehr geht nicht. Von wegen 32. März. Sie reißt die Kalenderseite ab und zeigt sie Opa. Siehst du, erklärt sie eifrig, den 32. März gibt es nicht. Opa grinst. Ja, reingelegt, kichert er. April, April. Ja, wir haben zwar den 1. April schon längst vorbei. Was haben wir heute für einen Tag? Ja, ist ja egal, Mitte April, Ende April, genau. Aber merkt euch die Geschichte für nächstes Jahr. Richtig. Okay, tschüss. Tschüss.